Na dann. Guck ich mich wieder mal kurz um, ja. Gut strukturiert, ja. Kann man nicht meckern. Sieht nicht mal aus wie bei Star Wars. Noch besser als im ersten Teil, die zwei Bauten, die man da hatte. Drei Datenpads gezogen. Öffnung bei Annäherung, das ist cool. So, hier war noch irgendwie ein Scanner. Damit ich noch ein paar Granaten kriege, okay. Hier geht's nur elends weit runter. Ist auch nur noch das vorbei schon dran. Ah gut, das war doch nicht. Das sieht auch nett aus hier. Ich habe sie gefunden, genau wie sie sagten. Hier ist ein ganzer Haufen meiner Leute und sie leben. Habe ich mir schon gedacht. Ihre Biomasse wird für das Projekt Persistenz genutzt. Bringen Sie sie da raus. Und wenn das nicht geht, töten sie sie. Wie Vieh. Die sind zu wertvoll für unseren Feind. Denken Sie wirklich, ich würde so etwas tun? Für ein Genie sind Sie ganz schön dumm. Hallo, hallo. Ich verstehe Sie nicht. Wenn Sie die nicht retten können, töten Sie sie. Hallo? Notfall einschlagen. Ein echter Ranger! Verdammt, ja! Die Ranger sind da! Schön, wie ihr synchron da rausgesprungen seid. Warum springe ich hier runter? Warum mache ich sowas? Warum renne ich in diesen großen Raum rein? Kenne ich deinen Bruder schon. Oh, wie viel, okay. Thank you.
explodierst du oder was? Das war nicht. Das ist jetzt seine finale Zählung. Wieso ziehe ich immer gerade an links, wenn ich da los wolle, ja? Das war's. Und ich habe nur 4 Schuss für die Shotgun. Und ich bin irgendwie viel zu schnell hier hingekommen. Oh. Ah, warte, Bedienpult. Ich wollte mich ja eigentlich schön umsehen hier, Kisten mitnehmen und alles. Und dann falle ich in diesen Gang rein und schon war ich hier unten. Ach, ich habe dem zugucken können beim Kampf. Wer auch immer ihr ist. Nun gut. Du kennst mich aus nie. Ich bin doch keine Zitrone. Ist hier jemand? Hey, ich werde dich hier rausholen. Ich kenne dich. Ranger. Bist du ein Ranger? Ja, richtig. Was haben die mit dir gemacht? Sie haben einen nach dem anderen durch die rote Tür geführt. Oh Gott, ich bin der Nächste. Was ist dahinter? Sie führen sie durch die rote Tür. Alle gehen da durch. Keiner kommt wieder raus. Keiner. Hau ab, auf dem Weg, den ich gekommen bin. Ich setze dem ein Ende. Bin ich immer gespannt. Kann ich da ja mitfahren? Wird schon schief gehen. Okay, ich muss da anscheinend mitfahren. Wird schon schief gehen. Was kann da schon schief gehen, wenn ich da mitfahre? Ich hab ja nicht Half-Life 2 gespielt. Stimmt alles ganz tutti hier. Ich habe nicht mal Maus-Control. So ein bisschen links und rechts gucken oder so. Nun denn. Sieht echt übel aus hier. Ich glaube, hier werden die Klone erzeugt, die Sie erwähnt haben. Dieses Projekt Persistenz. Ja, meine Annahmen waren mal wieder richtig. Bringen Sie mir eine Probe der DNA des guten Generals, damit ich dieser Obszönität ein Ende setzen kann. Ich gehe rein und schaue mich um. Ja. Hm?
Was ist er jetzt? Ah, Irvina Frownies nutzloser Protégé. Sie zu töten war so unbefriedigend. Mit dir lasse ich mir mehr Zeit. Ich genieße jeden Moment deines Schmerzes. Dann leg los. Das kann ja was werden. Gewundert, wenn das schon der finale Kampf gewesen wäre. Ich glaube, das sollte als DNA-Strang gehen. Doc, ich habe hier eine ausreichend große DNA-Probe. Ich bring sie Ihnen. Exzellent! Ich kann es kaum abwarten, Hand daran zu legen. Ja. Ich wünschte, ich hätte mich nicht im Kreis gedreht. Da ist der Ausgang. Okay, quasi, ja. Das bringe ich dir jetzt. Okay. Ich habe einen unerwarteten Kampf gehabt. Ich habe ein unerwartetes DNS-Material, DNA-Material mitgenommen. Und hier geht's raus. Und dann mache ich irgendwas anderes. Mal gucken. Wir haben ja hier noch ein Missionsziel. Und hier noch ein Missionsziel. Markiere ich mir mal kurz. Und geh dann hier wieder raus. Danke für die Munition.
Achso, hier seid ihr. Hi. Der Ranger! Hey. Es ist Walker! Ein Ranger! Wir kommen hier raus! Bist du als Einziger übrig? Ja, die meisten wurden schon verarbeitet. Zu Biomasse für die Experimente der Obrigkeit. Vineland wurde dem Erdboden gleichgemacht. Aber es gibt Hoffnung. Lily ist vor Ort. Geh zu ihr und pack beim Wiederaufbau mit an. Das werden wir. Wir bauen alles wieder auf. Wir sind dir auf ewig für unsere Rettung dankbar. Hey, ich bin ein Ranger. Das ist mein Job. 10 Minuten reichen, ja. Hol dich nicht. Die Türen sind offen. Starter-Pad war natürlich auf der anderen Seite. Ein starkes Fundament und so weiter, ja. Lasse mich einweisen. Bald wieder da. Normalzustand wiederhergestellt. Systeme regenerieren. Wundervoll. Bin zurück, Walker. Mir geht's gut. Und dann links. Ich bin schon vorbei. Also die Stadt gefällt mir ja schon. Ein weiteres Signal von einem Ranger-Anzug. Bitte da unten. Das mache ich jetzt nochmal. Nicht hier oben? Ach, es geht noch höher. Das ist hier so ein Hochkletterdings. Der Turm. Aber keine Ahnung, wo der Anzug sein soll. Hier sieht es vielversprechend aus. Eine Kiste. Eine Kiste. Der Kiste. Netter Anzug. Da ist er. Ranger Fischer. Ich hab den Fischer gefunden. Ja, jetzt mach. Also ja, Level 10. Und jetzt dahin, wo ich mir markiert hatte. Noch ein Obrigkeitswachturm. Ja. Lass mich da stehen. Station. Zu 90% intakt. Waffe überhitzt. Ja. Und schon geht die Tür auf. Ich steig jetzt. Das könnte lustig werden. Könnte.
Brenne! Brenne in Feuer! Also Munitionslager werden nicht schlecht hier draußen. Ah, ich hab wieder Schuss für meine Schrottflinte. Noch mehr Munition für die Schrotflinte. Meine Archentruhe. Kernort. Ich war hier noch nie drin. Ach, das ist ein Monitor. Ich dachte, das fällt wieder runter. Habe ich jetzt irgendwo noch ein Datenpad vergessen? Nein. Das war die Substation, bravo. Die Archenreaktoren. Ich musste sie zerstören. Die waren zu kaputt, um sie zu retten. Ein Verlust für Vineland, aber es schränkt die Mobilität der Shrouded deutlich ein. Also. Ja. Atomhammer ist die Zukunft. Haben wir das auch mal gemacht? Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Missionsziel ist, aber es ist auch egal, denn ich könnte hier noch das Signal machen und natürlich zu Quasi erfahren. Ich mache beides noch. Vielleicht sollte ich mir das eigentlich noch einstellen. Du. Das ist ein ganz interessanter Weg. Und ich komme noch durch was durch. Na gut. Mach los. Einmal doof über die Karte fahren.
Hat der mich gerade angegriffen? Die Wunde der Canyons. Heute ist dein Glückstag. Ja, nee. Ich hab fast die Abzweigung verpasst. Noch ein Turm. Leute, die blöd die Autorennen fahren, ich habe die Abfahrt verpasst. Ich kann voll gut fahren. Nur, dass du da auf Strecke bleiben kannst. Nicht so ganz. Lulu hat nicht übertrieben. Das ganze Gebiet wimmelt von Immortal Shrouded. Diese Penner haben Gulo auf dem Gewissen. Versuch reinzukommen und mir die Info zu verschaffen. Aber pass auf, es sind üble Wichser. Ich hol dir, was du brauchst. Die werden schon noch sterben. Zu 50% intakt. Ich höre ja. Ja, repariere ich mal kurz mein armes kleines Auto. Systeme voll wiederhergestellt. Und dann habe ich hier drin Spaß. Okay, verlassene Obrigkeitsbasis, aber. Verlassen. Die Obrigkeit war lange nicht hier, so viel kann ich dir sagen. Wird das auch klappen? Vertrau mir, ich kenne die Obrigkeit. Die verpassen dem Laden einfach einen neuen Anstrich. Von hier aus finden wir einen Weg, um ihren Datenstrom anzuzapfen. Da bin ich bei. Laufen, rutschen, gucken, niemand dran. Da sind welche.
jedes Mal, wenn ich Steuerung drücke, um zu hoffen. Ich kann hier wirklich rübergehen. Hättest du mir das nochmal gleich gesagt. Der Gang, den ich nicht gehen wollte. Wahrscheinlich muss ich hier gleich nochmal links gehen, aber ich wollte hier nochmal gucken. Es ist doch der Gang, den ich gegangen bin gerade. Okay. Gut für den Kreislauf.